Advent. Advent ist die Zeit der Vorbereitung auf Weihnachten, der Vorbereitung auf das Geburtstagsfest von Jesus. Der Advent ist ein großer Schrei zum Himmel hinauf. Tauet ihr Himmel, Wolken, regnet den Gerechten herab, regnet Gott zu uns auf diese Erde herab. Gott, erscheine auf unserer Welt. Das ist der große Ruf, der im Advent gen Himmel dringt. Und deswegen ist es wichtig, dass wir den Advent gut nützen und dass wir mehr im Advent machen, als nur Punsch zu trinken, Kekse zu essen und einzukaufen und schreckliche Lieder wie Last Christmas, I Gave You My Heart zu hören, sondern dass wir diese Zeit wirklich nutzen als eine Zeit der inneren Vorbereitung auf das Kommen Gottes. Eine Zeit der Stille ist der Advent, der inneren Einkehr und der Vorbereitung auf das, was Gott uns schenken will. Es wird oft in der monastischen Tradition so der Advent gefeiert, dass vor allem die Klöster und auch die Mönche und natürlich die Nonnen diejenigen sein sollen, die nach dem Herrn Ausschau halten, die die Wächter sind. Und ich glaube, das ist notwendig, gerade in unserer Zeit, wo oft darauf vergessen wird, dass der Herr einmal selber kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten, dass wir Wächter sind, wach sind für sein Kommen und stellvertretend für die vielen Menschen hier den Advent in einer ganz neuen Weise feiern und auch den Menschen nahebringen. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, dass Sie erkennen können, dass gerade auch Mönche, Nonnen, aber auch jeder Beter ein Wächter ist, wach ist und den Herrn erwartet, nicht nur für sich selbst, sondern für die Menschen, die mit ihm verbunden sind. Der Advent ist eine große Einübung in das Offenwerden, in das Öffnen des Herzens für Gott. Wir wünschen euch einen gesegneten und guten und reichen Advent. Et in secula secula.